Achtung, Autofahrer! In Halle gibt es ab sofort noch etwas mehr Rotlicht als bisher. Wer innerorts mehr als 54 km/h auf dem Tacho hat, muss seit gestern verstärkt damit rechnen, geblitzt zu werden. Denn zusätzlich zu den Radarkontrollen der Polizei blitzt nun auch die Stadt fleißig mit, will sich jedoch vom Vorwurf der Abzocke von Beginn an klar distanzieren. Nach wie vor ist bei uns in der Bundesrepublik die überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für Unfälle. Darüber hinaus könnte ich Ihnen ruhigen Gewissen etliche Briefe anderer Bürger unserer Stadt zeigen, die genau dies fordern. Und das ist auch der Hintergrund, in erster Linie die Verkehrssicherheit in unserer Stadt zu erhöhen. Ja, es wird immer wieder den Vorwurf geben, dass es eine Abzocke wäre. Da kann ich nur sagen, wer sich an die Geschwindigkeiten hält, hat auch nichts zu befürchten. Und dem wird man auch keine Ordnungsgelder auferlegen müssen. Um den Rasern auf die Schliche zu kommen, hat die Stadt rund 200.000 Euro mobilisiert. Vom Geld wurden 2 Radarüberwachungsanlagen, dieser blaue Minivan und 3 vorgerüstete Starrenkästen angeschafft. Wo die stehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Wann die Blitzer scharf sind, dagegen schon. Die stationären Blitzanlagen sind im Verhältnis 1:3 angeschafft worden. Das heißt, es sind 3 Masten errichtet worden und nur eine Messeinheit gekauft worden. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Messeinheiten sehr teuer sind. Und dort wird beständig zwischen diesen 3 Masten dann die Messeinheit gewechselt. Der Rhythmus wird sehr, sehr unterschiedlich sein. Man wird also nie wissen, wann und wo ist der jeweilige im Volksmund genannte Starrenkasten besetzt. Eins ist sicher, seit gestern blitzt es an der Magistrale. Doch schon morgen könnten die Kästen an der Berliner Straße oder der Europachaussee aktiviert sein. Man kann also jederzeit in die Falle tappen, zumal im Zweischichtsystem geblitzt wird und der Einsatzort der Mobileinheit täglich mehrmals wechselt. Eine teure Investition hat sich die Stadt da geleistet. Man erwartet allein 2008 Einnahmen von 500.000 Euro. Theoretisch müssten jede Woche hunderte Autofahrer erwischt werden, damit sich das Ganze rechnet. Das sowieso. Also es wird im Schnitt 2 Jahre dauern, ehe sich die Anlage, wenn denn unsere Berechnungen stimmen, da die Stadt es ja bisher nicht gemacht hat, haben wir uns hier auf Zahlen der Polizei, auf Zahlen der Städte Dessau, Naumburg und auch Weißenfels gestützt. Und haben versucht, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zu erstellen diesbezüglich, sodass sie sich dann im Verlauf von 2 Jahren amortisieren wird, was die Anschaffungskosten betrifft. Übrigens, geblitzte Autofahrer haben keine Chance, sich vor Ort zu rächen. Die Starrenkästen sind kleine Festungen aus Stahl, gesichert, Funk und Sensor überwacht. Bei kleinsten Erschütterungen wird die nächste Polizeistreife alarmiert. Volle Filme gehören auch der Vergangenheit an. Ein digitaler Chip speichert bis zu 400 Aufnahmen. Doch in diesem Jahr soll auch die mobile Kamera im Auto digitalisiert werden. Für das neue Einsatzgebiet wurden eigens 10 Mitarbeiter des Ordnungsamtes umgeschult. Ehemalige Politessen arbeiten jetzt als Verkehrskontrolleure. Das hat seinen Abschluss in der Schulung gefunden mit einem 2-tägigen Seminar, wo sie alle mit einem Zertifikat versehen wurden, nachdem sie eine Prüfung abgelegt haben in schriftlicher Form. Im Vorfeld sind sie darüber hinaus dank der Unterstützung der Polizeidirektion Halle durch den zentralen Verkehrsdienst ausgebildet worden und auch durch die Unterstützung unserer Partnerstadt Leipzig, die hier sehr viel unterstützt hat, indem sie die praktische Ausbildung unseren Kollegen mit ermöglicht hat. Die Stadt scheint also bestens gerüstet für ihren Einsatz am neuen Radargerät. Einziger Trost für die Autofahrer, der neue Blitzerwagen der Stadt ist auffällig unauffällig, kaum zu übersehen, jedenfalls tagsüber. Also Vorsicht bei blauen Minivans der Marke Skoda am Straßenrand. Vorbeizurasen könnte teuer werden.